So, neuer Tag, neues Bike-Erlebnis und heute geht es auf den Pengelstein auf jeden Fall, zum Pengelsteinsee und wenn dann das Wetter passt und die Zeit stimmt, noch auf den Schwarzkogel rauf. Das wäre sicher cool, weil da eben ein voller Bergkamm ist, wo man sicher auch die Drohne so ein bisschen mitfliegen lassen kann. Da würde ich mich schon sehr drauf freuen. Deswegen starten wir gleich los, damit sich alles ausgeht. Früher, also wirklich so richtig früher, so zwischen 16 und 18 oder 19, bin ich hier jedes Wochenende mindestens einmal raufgerannt. Eigentlich immer das Gleiche, klar, aber es ist trotzdem eine sehr schöne Strecke. Ich bin froh, mal wieder hochzufahren. Ich bin jetzt in etwa zwei Drittel oben, nämlich genau bei den Usterkar-Almen und der Nebel hängt einfach krass drinnen. Ich habe mittlerweile auch das Wetter schon noch mal gecheckt. Gestern hieß es ja noch richtig gut. Mittlerweile leider nicht mehr. Deswegen hoffe ich einfach, ich sehe oben ein bisschen was, weil das Panorama ist so schön. Ich würde es euch echt sehr, sehr gerne zeigen. Naja, zur Not blende ich euch eben ein, zwei Fotos ein. Das hilft ja alles nicht. Bikini hätte ich auch mit dabei. Die Seen sind nämlich auch mega zum Reinhüpfen. Aber jetzt schauen wir mal, wie es so ist, wenn ich dann wirklich ganz oben bin. Im Moment Sicht absolut null. Und ja, dementsprechend kein tolles Panorama derzeit. Ab den Usterkar-Almen sind dann auch übrigens immer wieder so richtig bissige Anstiege drin. So wie der hier zum Beispiel. Also wenn ich hier nicht schon so oft gewesen wäre, würde ich jetzt glaube ich einfach Angst kriegen. Da hinten die Liftanlagen, voll im Nebel. Man hört hin und wieder irgendwas knacken oder so. Also es sieht echt gruselig aus. Nicht schön auf jeden Fall. Ja, hier ist er, der Speichersee am Hieseleck oben. Normalerweise mit göttlichem Panorama. Ihr hättet jetzt da drüben den Gorsberg, das Brechhorngampen und hier eben dann den großen Rettenstein, was wirklich immer mega aussieht. Wie ihr seht, man sieht nichts. Ich könnte auch einfach irgendwo im Tal bei irgendeinem Klärwerk stehen. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich heute Morgen auch im Schrank einsperren können. Dann hätte ich genauso viel gesehen. Also, man sieht zumindest ein klein wenig See. Aber ich fürchte, besser wird's nicht und der Bikini kann auch in der Tasche bleiben. Mann! Aber der Trail, der wird sicher gut. Also bleibt dran. So, ich hatte jetzt versucht, hier oben auszuharren, aber es wird eher schlechter und nicht besser. Und deswegen geht's jetzt trotzdem auf den Trail. Also ich dachte halt, vielleicht kommt ein kleines Walking-Fenster oder irgend sowas. Aber nichts zu machen, jetzt noch den Helm auf und dann geht's los. Vorbei geht's hier oben am Hieseleck und jetzt dann auch gleich am Hochsaukasa. Da sind wir ja im Winter auch super gerne unterwegs und ja, da wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr unsere Videos schaut, auch wie es hier oben ausschauen könnte, aber das heute ist echt nicht so geil. Ja, den Spuren zufolge bin ich hier nicht der erste Radlfahrer in letzter Zeit, dafür braucht man nicht Old Shatterhand oder Winnetou zu sein. Obwohl es jetzt die letzte Zeit eigentlich echt relativ trocken war, ist es hier doch noch ganz schön sumpfig. Also wer sich ein bisschen auskennt, der weiß auch, diesen Trail fährt man eher, wenn es längere Zeit trocken war. Aber ja, keine Ahnung, scheint gar nicht so recht geholfen zu haben. Hier teilt sich das jetzt, da wird es auf den Gipfel raufgehen. Hier geht es runter und ich entscheide mich jetzt, wie schon gesagt, für runter, weil ja, was soll's. Aufnahme werde ich keine kriegen. Der Gipfel ist relativ schwer. Und wenn das alles so nass ist, jetzt nieselt es wirklich schon, dann macht das Runterfahren da sicher auch keine Freude. Und dementsprechend gebe ich auf und nehme direkt den Trail runter nach Aschau. Aber ihr seht, es wäre nicht mehr weit gewesen. Ist nur noch mit einer halben Stunde angeschrieben. Meistens ist man ja sogar ein bisschen schneller. Also ja, scheiße. Aber hilft nichts. Und damit geht es aber erstmal ab ins richtige Trailvergnügen, weil ab hier, finde ich, macht er dann so richtig Laune. Das andere ist ja nur die Querung rüber. Da muss man eher ein bisschen aufpassen, dass man nirgends hängen bleibt und nicht schon was kaputt macht, bevor es überhaupt richtig losgeht. Also ganz leicht ist der Trail generell nicht,
Aber das Gipfelstück ist auf jeden Fall noch mal eine gute Nummer schwerer als wieder hier alles runter. Der ist echt richtig krass ausgewaschen und war definitiv schon mal leichter. Da teilt sich übrigens einmal der Weg. Da fahre ich immer lieber den linken. Also wir kommen dann gleich wieder zusammen. Aber da ist links auf jeden Fall ein bisschen leichter als hier rechts. Ja, ein paar Meter nehme ich jetzt mal wieder die Kamera auf die andere Seite. Ich finde das eigentlich zur Abwechslung immer ganz witzig. Habe ich bei anderen YouTubern so gesehen und eben einfach eigentlich nachgemacht. Und taugt mir ganz gut, wenn man denen auch mal ein bisschen ins Gesicht schauen kann. Weil manchmal spielen sich da ja echt die witzigen Bewegungen ab. Von Lachen bis hin zu Schockmomenten und allem drum und dran. Obwohl das Radl einfach fröhlich über die Hindernisse drüber wobbelt. Und ja, heute ist also wirklich definitiv ganz, ganz anders, als ich es erwartet hatte. Weil ursprünglich war es genau gleich gemeldet wie gestern. Und gestern war einfach ein wunderschöner heißer Tag. Mit Sonne, mit allem drum und dran. Und heute nicht, wie ihr seht. Aber nichtsdestotrotz, Trailfahren macht Spaß. Also ich mag ihn wirklich gerne, den Trail. Auch wenn er mir jetzt fast ein bisschen gut nass ist. Aber ja. Ich mag ihn wirklich auslachen, weil er hätte nicht gewusst, dass es so wird. Ich habe natürlich wieder nur einen Wetterbericht geschaut und auch wieder nur so auf die Schnelle, ohne irgendeine Strömung zu beachten. Und dementsprechend ist es jetzt halt so. Was seid ihr da so drauf? Bei scheiß Wetter lieber einmal Sofa sitzen und ja, den Berg Berg sein lassen oder trotzdem einfach raus, weil wenn man dann zurückkommt und spätestens wenn man geduscht hat, war es saugeil. Oder wie seht ihr das so? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was da so als Antworten kommt. Nochmal abgeputzt, weil die Stellen hier, die mag ich auch so richtig gerne. Zumindest versuchen, dass die einigermaßen gut drauf sind. Alles lässt sich da leider nicht machen, weil ich habe jetzt auch die Brille ausziehen müssen. Das war einfach unmöglich bei diesem Nieselschutz. Das ist alles immer so zu, dass man halt einfach nichts mehr sieht. Richtig. Hugata überwunden und weiter geht's. Ja, nasse Wurzeln sind leider oft böse. Fahrfehler, keine Frage. Ein klein bisschen Aussicht. Das ist das meiste an Aussicht, was ich heute genießen durfte. Und da sehen wir Aschau.
Ja, zurück am Auto. Hier hat es aufgehört zu regnen, also das hing da wirklich über Aschau drüber, wie es ausschaut. Und ist dann noch so bis zur Hälfte mitgekommen mit mir und der Rest ist trocken, na toll. Aber ja, egal. Jetzt bin ich ein bisschen früher in der Arbeit als wie gedacht, noch schnell umziehen komplett. Ich hatte gehofft, ich kann also halt nur die Bikehose ausziehen und den Rest anlassen, aber nein, vergiss es. Und ja, Bike sieht auch natürlich dreckig aus, aber hält sich sogar noch in Grenzen, finde ich. Waschen muss ich es jetzt halt sowieso, deswegen wäre es dann eigentlich auch schon wurscht gewesen. Naja, was soll's. Ich hoffe, das Video hat euch trotz allem gut gefallen. Ich freue mich sehr über einen Daumen nach oben. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch bitte unseren Kanal. Wir freuen uns wirklich über jedes einzelne Abo so sehr, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Und wir nähern uns jetzt langsam der 2000er Marke und das wäre mega, die zu durchbrechen. Also bitte, bitte abonnieren und liken, würde uns unglaublich freuen. Genau, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Video und tschüss. Habt noch die Handschuhe in der Hand, die sind nämlich auch ekelig und dreckig.